Wir regeln das friedlich. Die haben ja nichts. Also ich sage mal so, sie haben Diebstahl gemacht. Sie haben aber nicht getötet, wie es scheint, sondern wahrscheinlich der Söldner. Und der Söldner wird dafür bezahlen. Der wird da richtig, ne? Den werden wir vor Gericht führen. Deswegen, wir regeln das freundlich oder friedlich. Geht zur Seite. Heute muss niemand sterben. Ich bringe die Vorräte zurück zu den Spartiaten. Aber dafür wirst du uns töten müssen. Seid nicht dumm. Nehmt euch Essen mit, genug zum Überleben. Ich sage einfach, ihr wärt tot und mehr sei nicht übrig geblieben. Das wird sie zufriedenstellen. Aber wir brauchen alles. Was ist mit unseren Familien? Eure Familien hätten gar nichts von eurem Tod. Nehmt mein Angebot an und hört auf zu stehlen. Das nächste Mal werde nämlich nicht ich kommen. Ja, Söldnerin. Hab Dank. Beeilung. Nehmt, was ihr tragen könnt und lauft. Schnell. Brauchst du Licht? Tee? Nee. Tee. Ich hätte gerne einen Tee. Ich habe sogar noch Tee, aber nicht viel. Das nehmen wir mal mit. Oh. Bitte. Oh. Hoppala. Wir hatten doch nur Hunger. Hey, der Wolf hat euch angegriffen. Ich hab euch geholfen. Leckt mich am Arsch. Pisst euch. Jo, Alter, wie sie alle hinter mir herschleichen. Ja, easy. Am Arsch. Könnt ihr mich mal. Wer hochkommt, kriegt auf die Fresse. Ganz einfach. So. Gut. Ich wollte eigentlich da runter. Weil das scheint ja irgendwo in der Höhle zu sein oder sowas. Geht die Sonne langsam auf? Also morgens, ne? Einmal schöne Strecken, ne? Morgens da schön frische Luft schnappen. Ah, das ist gut. So. Ja. Wir öffnen mal die Karte. Wir gucken mal ganz kurz. Wir haben jetzt schon ein bisschen was entdeckt hier vom Lande. Da hätten wir was. Hier. Die verschwundene Karte. Okay. Grab des Tirols haben wir gerade schon gemacht. Ja, dann machen wir die Kontrolle da mal eben. Ne? Machen wir das mal eben und erstatten Bericht. Wir wollten ja am Leben lassen, wir wollten sie dann vor dem Wolf auch noch schützen. Gut, ich habe dann halt ein bisschen Kacke angegriffen, aber egal. Ja, sehr schön. Mir ist jetzt gerade übrigens die Leistung aufgefallen. Sehr interessant. Steinchen. Hast du die Verantwortlichen gefunden? Ich habe die Vorräte gefunden. Bei einem Haufen Hungernder aus Megara. Und? Das waren ihre Vorräte. Sie haben gehungert. Wir brauchten sie für den Krieg und um Megara von den Athenern zu befreien. Hungrige Einheimische sind ein geringstes Problem. Es gibt noch etwas anderes. Hast du von dem Söldner Hyrkanos gehört? Hyrkanos? Ja, er steht auf Seiten der Athener, den Gerüchten zufolge. Es war alles sein Werk. Diese Söldner sind hartnäckig, das muss ich ihnen lassen. Gute Arbeit. Aber wenn du Sparta wirklich helfen willst, habe ich einen Auftrag für dich. Am Arsch. Und was schwebt dir vor? Spüre ihn auf. Zeig ihm, dass kein Söldnerhund Spartas Plänen im Wege stehen darf. Wenn du so eine schlechte Meinung von Söldnern hast, warum schickst du dann mich? Tut mir leid, aber dieser Mann Hyrkanos ist ein Stachel in unserem Fleisch. Eine Gefahr für alle Spartiaten hier. Bitte, wirst du uns helfen? Na gut, aber nur einmal. Weil du freundlich bist und hoffentlich nichts gegen die Bürger ausrichtest, deren Essen wir geklaut haben und da du zugegeben hast, dass sie es einfach genommen haben. Dementsprechend mache ich das einfach mal. Das werde ich, wenn er so viel Ärger macht. Ich nehme an, es gibt eine Belohnung? Natürlich. Überlege nur, wie viel er bei sich haben muss bei all dem Geld, das die Athener ihm bisher schon bezahlt haben. Ich schätze, du hast recht. Hast du eine Idee, wo ich ihn suchen soll? Er könnte überall sein. Vermutlich hat er sich in der Nähe der Athener eingenistet. Wir haben Patrouillen entsandt, doch sie kamen nie zurück. Und wir können zurzeit keine Männer entbehren. Manchmal schickt man ohnehin besser eine Frau. Oh.
Mahlzeit. Mahlzeit Hund. Wir gehen aber zu... Neue Söldner entdeckt, Hyrcanus der Gesinnte. Das schauen wir uns aber mal an. Level 9. Hyrcanus der Gesinnte. Der Söldner Hyrcanus hatte von Athen den Auftrag erhalten, die Bestrebungen der Spartianer in Megaris zu sabotieren. Er war ein Meister darin, andere in seinem Sinne zu manipulieren und bleibt dabei selbst nur schwer zu fassen. Ja, es ging Feuer. Feuer tut ihm was an und harte Schale hat er auch. Also gegen Fernangriffe können wir da echt nichts machen. Schade, schade. Ja, Nailos die Kröte haben wir auch noch. Ja, mal gucken, welchen wir da erwischen. Ich weiß nicht, ob jetzt gerade irgendwo ein Leck war. Tut mir leid, wenn ja. So, Kapitel die Wolfsjagd. Das haben wir auf jeden Fall erstmal. Okay, wir haben aber noch einen Auftrag haben wir noch offen. Und zwar irgendwie die verschwundene Karte oder so. Ich schau mal ganz kurz nach. Der Helm ist sogar noch ein bisschen besser. Macht jetzt weniger Kriegerschaden. Und das sieht scheiße aus. Der gefällt mir sogar das schon fast besser. Obwohl es hat so ein... Ja, nee. Nein. Was haben wir denn hier? Neue Rüstung. Ja, sehr schön. Das ist eine Lederrüstung, nicht dieses komische olle Ding. Das hier sieht irgendwie aus wie aus Gras, so als Schilf, auf Schilf oder sowas. Das ist eine Lederrüstung. So. Okay, haben wir sonst noch was? Wir haben noch etwas Neues hier. Und zwar haben wir Stenors Siegel. Wie selten habe ich da noch was? Oh, lol, Tatsache. Hier ist noch was frei. Maya die Unbekannte. Maya die Unbekannte. Maya trug stets eine Rüstung, die sie fast ganz bedeckte. Niemand kannte ihr Aussehen. Gerüchten zufolge nahm sie ihren Helm nur vor ihren sterblichen Feinden ab. Kurioserweise ist nicht zu bestätigen, dass irgendwer je ihr Gesicht gesehen hat. Falls ja, redeten die Betroffenen nie darüber. Okay. Könnte eventuell storymäßig ein bisschen was tragen. Was? Meditation, geringer Schaden durch Gift. Gift kann mit bestimmten Attacken die Ausdauer reduzieren. Okay. Na gut, man sieht hier so ein bisschen die Beine, ne? Könnte vielleicht auch runtergucken, aber, ne? Nur so nebenbei. So. Da kann ich nicht drauf. Okay, da kann ich nicht drauf. Gut. Okay. Interessant. So, ich hatte doch... Hey, war da nicht noch irgendwo eine Mission mit der Karte? Da. Die verschwundene Karte. Verschlüsselte Nachricht, warte mal. Quest, die verschlüsselte Nachricht. Hä? Ist nicht drauf? Ist nicht drauf? Alles klar. Dann gehen wir mal ganz kurz da hinten hin zu dieser Kartenmission. Die nehme ich auch mal eben an. Ach ja. Pagai. Ah ja, das schaffen die schon. So, irgendwo hier müsste jetzt die Mission... Ah, ist die Mission. Ich sehe schon, ich nehme einfach alle Missionen irgendwie an. So. Okay. Der kotzt auch. Was? Okay. Alles klar. Leute, ich kann hier einfach rein. Komm erst zurück, wenn du die Tafel hast. Ja, Polemarch. Was verloren? Nicht verloren, gestohlen. Stentor schickt mich. Er sagte, ihr hättet Probleme mit Spionen. Mir wäre ein Athener-Spion lieber als ein spartanischer Verräter, aber er muss gefunden werden. Er hat eine Tafel mit wichtigen Informationen gestohlen. Wo ist dein Spion? Ist er noch im Lager? Die Frage sollst du beantworten. Ich denke nicht, dass er noch hier ist, aber er kann nicht weit sein, denn er wurde beim Überrumpeln der Wache verletzt. Hm.
Aber das ist nicht die Art der Spartiaten, oder? Das klingt nicht wirklich nach einem Spartiaten. Er könnte ein Betrüger sein. Erst kürzlich wurden unsere Vorräte gestohlen. Und in Megaris gibt es mehr Söldner, als eine Ziege Flöhe hat. Und welcher Spartiat würde Sparta verraten? Ich finde ihn und die Tafel. In welche Richtung ist er gelaufen? Die Männer sahen ihn zum Hügel rennen. Dort wird eine Verfolgung schwieriger. Ja, das schaffen wir schon. Kannst du mir sonst noch etwas erzählen? Das Gebiet wird heftig umkämpft, aber Sparta gewinnt. Wir drängen die Athener zurück. Wegen des Krieges sind die Wälder und Berge allerdings zu Verstecken für Banditen und Söldner verkommen. Ich meinte eher über den Aufenthaltsort des Spions. Er ist verletzt und oben im Wald gibt es eine Quelle. An seiner Stelle würde ich dorthin fliehen. Ja, ich sehe schon wieder die ganze Zeit Kodierung aufleuchten. Ich kotze bald ins Essen. Ich kotze einfach bald richtig fett ins Essen. Geht ja gar nicht. So, ich komme wieder, wenn ich die Tafel habe. Ich bin bald zurück mit der Tafel. Die Berge und der Wald von Megaris sind gefährlich. Und er hat sicher nicht allein gehandelt. Keine Sorge, ich kann es mit deinem Spion aufnehmen. Chere. Chere, genau. Was denn mit ihm? Bei den Göttern bin ich froh, dass ich keiner von dir... Lass mich in Ruhe. Ich wollte eigentlich mal mit denen reden. Zum Berg sahen sie ihn laufen. Da kein Berg ist, sondern nur hier. Ich sage, der ist da hochgelaufen. Wir schauen mal kurz auf die Karte. Vielleicht haben wir da so einen Anhaltspunkt. Nein. Entdeckter Ort. Ja. Alter, wie viel hier ist. Maya, die Oh, Maya ist auch hier. Das ist doch noch von 8 bis 9. Warum ist Maya hier? Hyrkanus, der Gesinnte, ist dort. Ja, man sieht hier sag ich mal, die Palastecke. Hier ist halt auch nochmal so ein Dörfchen. Hier scheint so eine Art Hafenbucht zu sein. Hier ist halt eine Art Quelle. Also ich könnte vermuten, dass der mit dem... Der Dieb und, ne, dass der Gesandte, dass der hier hingelaufen ist. Würde ich jetzt mal tippen. Wir gehen mal einfach hier zum Dorf. Und schauen uns mal eben da um. Dass wir die Ecke so ein bisschen freikriegen. Phobos ist schöner. Aber laufen ist, glaube ich, ein bisschen einfacher jetzt gerade, beziehungsweise es dauert ja nicht ganz so lange. Na. Anscheinend doch. Komm, Phobos, beeil dich. In der Nähe ist ein nicht verfolgtes Ziel. Ikarus rufen. Zwei Ziele. Beute. Also ist einmal da einer. Drei Ziele, ja, läuft. Okay, alles klar. Das ist der Dieb. Alles klar. Da ist der Dieb, alles klar. Das ist ein Athena-Spion, Zivilist. Was haben wir hier? Xenophanes ist ein Schläger. Harpagos ist ein Schütze. Ja, dann würde ich sagen, auf sie mit Gebrüll, ne? Da wollen wir lieber mal nicht hin. Ich steig auch am besten mal eben ab. Sonst wird es hier ein bisschen kritisch vielleicht. Weil da sind eine Menge Gegner. Da sind eine Menge Gegner. Ei, ei, ei. So, kein Baum zu mitnehmen, schade. Ja, nicht verfolgtes Ziel. Ich habe doch alle Ziele Natürlich habe ich sie. Aber die Hunde haben mich auf dem Weg nach draußen erwischt. Ach, wirklich schade. Denn so wirst du uns nur aufhalten. Andererseits bleiben dann mehr Drachmen für den Rest von uns. Warte! Bitte! Wir müssen das nicht tun!
Tut mir leid, aber es gibt kein Bier mehr. Scheiße. Reicht es jetzt? Fick dich, Alter. Das wird einfach. Jo. Das wird einfach, alles klar. So, was heißt hier, das wird einfach? Am Arsch wird das einfach für euch. Geht vor die Hunde und zwar deftig. Heimlicher Kill. Schlaf gut. Zur rechten Zeit. Was? Was willst du? Wer bist du? Ich bin diejenige, die die Tafel zurückbringen wird, die du gestohlen hast. Okay, erstmal fragen. Warum hast du die Tafel gestohlen? Ich bin dafür bezahlt worden. Von wem? Ein Söldner. Hyrkanos, verstehst du? Er gab mir eine Uniform. Es wäre ganz einfach, meinte er. Schnelles Geld. Wie immer. Das Geld regiert die Welt. Wie bist du in das Lager gekommen? Spartiaten verdächtigen nie ihre eigenen Leute. Lieber schauen sie auf den Rest von uns herab. Malakis. Okay. Gib mir die Tafel. Gib sie mir. Ich werde nicht ohne die Tafel gehen. In diesem Krieg gibt es keine Gewinner. Aber es gibt Chancen. Vielleicht könnten wir uns einigen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir treffen eine Vereinbarung. Das könnte ich eigentlich auch machen. Ich weiß ja nicht, was dann rauskommt. Oder du kannst abhauen. Könnte man auch machen. Aber er soll nicht abhauen. Er könnte... Ja, wir machen mal eine Vereinbarung. Was können wir machen? Wie könnten wir uns einig werden? Hier, nimm die Tafel. Und dies. Für deine Mühen. Niemand weiß, wer ich bin. Es muss keine weiteren Toten geben. Geh. Und komm mir bloß nie wieder unter die Augen. Ich bringe dem Befehlshaber die Tafel zu. Geil, wir haben Geld bekommen dafür. Hallo. Oh, V, ja, was willst du von mir? Da, Ziel, da. Danach habe ich gesucht. Hä? Alle waren schon markiert, aber egal. Ging mir das jetzt gerade auf den Sack. So. Jetzt gehen wir aber erstmal rund, beziehungsweise wir reiten runter. Phobos, mein Süßer, komm her. Phobos, los! Nein, ich wollte den Stein noch nehmen. Och, Mann. Straße verfolgen, ja, die ist gerade nicht da. So, Phobos, das haben wir doch geschafft. So, eine weitere Aufgabe erledigt. Ich dachte echt so mal wieder. So. Nun, hast du den Verräter gefunden? Verräter sind euer kleinstes Problem. Der Dieb kam im Auftrag eines Söldners namens Hyrkanos. Hyrkanos. Wie oft muss ich den Namen noch hören? Seine Hände können das Gold der Athener schon nicht mehr tragen. Hast du die Tafel? Du hast keine Chance! Ich dachte jetzt gerade, die wollen auf mich gehen. Du weißt einfach nicht, was los ist. Hä? Was ist da unten eigentlich für so ein Balken? Eine Zeitaufgabe? Wie kann ich den Göttern heute dienen, Priesterin? Ah. Ein Transportschiff hätte längst im Hafen eintreffen sollen. Ich hatte dem Schiff eine sichere Überfahrt prophezeit. Ihm hätte nichts passieren dürfen. Und was ist mit dem Schiff passiert? Es heißt, es wurde von einem Schiffsführer versenkt, der dir sehr ähnlich sah. Ich bin sicher, du hattest deine Gründe. Aber die Armee braucht die Vorräte, die nun zwischen den Haien auf dem Grund liegen. Ach, Gottchen.
Du willst, dass die Haie sterben? Nein, natürlich nicht. Und du bittest mich, sie dir zu holen? Nein, die Bestien müssen unbedingt Was? Erlegt werden. Und dass dir keiner entwischt. Haie tötet, okay. Bin dabei. Bei Zeus, welch Erleichterung. Chere. Rede nicht weiter, lass mich in Ruhe. Okay, jetzt muss ich nur gucken, wo... Niedliches kleines Boot. Ich muss jetzt gerade mal, warte mal. Karte. Schnellreise zu unserem Boot können wir. Oh, okay. Cool. Nice. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Na, hier haben wir ein bisschen was zu tun. Wir haben auch, glaube ich. Warte mal, da war das. Hier war das. Hier war, glaube ich, auch noch ein Lager. Also hier waren Gegner, da waren Gegner. Hier. Alles voll. Jetzt gerade gucke ich mal nach wegen dem Dömer Quests. Ich wünschte, du hättest das nicht getan. Wo ist diese Quest? Hinterher in der ganzen griechischen Welt. Was? In der ganzen griechischen Welt? What? Ich habe noch einen Tag Zeit. Alles klar, gut. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal direkt an. Du siehst hier nichts. Ich überlege gerade, wie kann man da am besten mal nachschauen? Tauchen noch mal. Oh. Kann ich auch kicken? Meins aber. Alter. Fuck. Bisschen schwimmen. Und tauchen. Aber wir können ungefähr ein Hai töten, bevor da irgendwas passiert. Ich versuche gerade Dauer zu klicken, aber es funktioniert aber nichts. Ich habe keine Ahnung, wie... Ich habe keine Ahnung, wie man am besten blockt. So bei Haien, weißt du? Zack. Weitere zwei. Einmal nochmal auftauchen für Luft. Ah, jetzt ist morgen. Okay, und wieder runter. Hast du aber jetzt zwei erledigt? Ich dachte, ich hätte drei erledigt. Fick dich, Kodierung. Fick dich einfach ganz hart. So, wo haben wir da? Da haben wir einen. Komm her, du. Next. Da sind noch zwei. Der ist näher. Ich tauche mal ganz kurz nochmal auf. Und runter. Komm schon, kleiner Hai. Und einen haben wir noch. Die hat aber eine Lunge, boah, leck mich am Arsch. Daneben. Was zum?
Nein! Schnell aufsteigen, schnell aufsteigen. Einmal kurz nach Leben warten. So. Und wieder runter. Taucht er nicht auf? Alter! Was ist mit dem Heiliger? Die kriegt. Fick dich! Am Arsch! Kurz verdauen. So, wo muss ich hin? Da muss ich hin. Mein Gott, nee. Puh, Herzinfarkt. Alles gut. Alles gut. Sehr schön. Ah, ja, 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 ja. Ja, mit der Kodierung hat man wieder nicht hingehauen. So, muss ich mal was anderes probieren. Da muss ich was anderes probieren. Okay. Außer es stört euch natürlich nicht, aber mich stört es einfach extrem. Ja. Du bist zurück. Hast du sie getötet? Nein, natürlich nicht. Ich habe sie erledigt. Jeden einzelnen. Die Götter danken dir. Und ich auch. Nimm dies. Ich mache keine halben Sachen. 225 Drachenmüllen und 14 Olivenholz. Was? Okay, meine Lieben, damit würde ich sagen, werden wir erstmal kurz gucken, was wir aufrüsten können. Wie viele Drachen haben wir? 1000? Echt? Was? Nein, wir haben mehr. Wir haben mehr. Inventar? Oder haben wir wirklich nur 1000? Tatsache. Wir haben nur 1000. Helm unsichtbar? Was? Lol, wir können den Helm unsichtbar... Lol. Nee, wir haben schließlich einen Helm auf, dann bleibt er auch offen. Auch wenn es scheiße aussieht, wir bleiben einfach dabei. Schiff. Wir haben ein bisschen Olivenholz gesammelt. Wir können unser Schiff ein bisschen aufwerten. Ich überlege gerade. So, gehen wir erstmal hier komplett auf Pfeilsalven, um schön... Oh, das braucht ein bisschen mehr. Das kriegen wir nicht so eben hin. Das Geld haben wir dafür auch nicht. Aber, ja, Tatsache, wir haben nicht das Geld dafür. Hier, ne? Ausdauer der Ruderer. Holz haben wir, Leder haben wir auch, Geld, ne? Schön. Fehlen wir eben 60. Schade, haben wir nichts. Okay. Ja, dann würde ich sagen, erstmal kleine Päuschen. Stellen wir uns hier mal zu unseren Kollegen ans Feuerchen. Skip. Kann ja auch mal so einen schicken Helm haben wie ihr. Ah, ich bin gerade stellen, so. Geh weg, sofort. Warum? Hey, kannst du nicht hören? Ey, lass mich hier stehen. Im Arsch. Sexuelle Belästigung. Du suchst wohl Ärger, was? Ey, lass mich in Ruhe. Was mit dem? Was? Was zum Henker ist mit denen los? Was zum Fick? Okay, ich muss mal ganz kurz abhauen. Ich stehe auf deren Seite und... Ja, komm. Ja, ist klar. Nein, Leute, nein. Ist doch nicht euer Ernst, oder? 9 Söldner entdeckt. Ey, der will mich doch jetzt nicht... Nein, Leute, ernsthaft. Da sind auch welche, also Leute. Alter. Wir standen so schön am Lagerfeuer und dann das, weißt du... Oh Mann. Okay, wir rennen mal eben ganz kurz hier ein bisschen höher noch. So, war nur Blumen.
Lol, die Herrschaft geht immer weiter runter. Läuft, wir machen gar nichts. So. Ich habe jetzt hier mal gerade. Ich warte mal gerade kurz. Gut, kommt keiner, alles klar. So, dann verabschiede ich mich von hier oben mit dem Blick auf das wunderschöne Territorium, in dem wir mittlerweile gelandet sind. Tja, das sieht aus mit den ganzen Schlachtschiffen und so. Okay, bevor die jetzt gleich angreifen, sage ich einfach mal. Ja? Oh, keine Worte, okay. Und mit dem wunderschönen Streicheln verabschiede ich mich, Leute. Macht es gut, bis zur nächsten Aufnahme und tschüss.